jetzt alle mit, ihr Lieben. Oh, das wäre mal was Gutes. Ja. Und Olli, du bist der Ich-Erzähler eines Krimis, den ihr anderen nämlich live darstellen müsst. Ich spiele auch mit, aber selber. Du spielst aber selber auch mit. Also du bist sozusagen, du erzählst deine eigene Geschichte in diesem Krimi, würde ich sagen. Okay. Ich bitte euch mal nach vorne und ich hole mir noch ein paar Begriffe aus dem Publikum. Und zwar bräuchte ich zuerst einmal... Erst einmal bräuchte ich eine Dame. Und ich nehme immer die, die am verzweifeltsten gucken. Schon bin ich bei Ihnen. Sagen Sie mir doch mal, was ist Ihr Lieblingskleidungsstück? Schlafanzug. Okay. Wie sieht er aus? Bunt. Bunt. Gut, bunt, okay. Und sonst? Blümchen. Blümchen haben wir drauf. Die Form meinte ich, die Form. Ach so. Lässig. Lässig. Okay. Ein lässiger Schlafanzug mit Blümchen. Brauchen wir noch Lieblingsfarbe? Blau. Blau. Also, ein lässiger Schlafanzug mit Blümchen und blau ist er. Muss in deinem Krimi-Plot jetzt eine wichtige Rolle spielen. Ja, natürlich. Nee, natürlich. Standard-Krimi, kommt ja in jedem zweiten Krimi also vor. Ich denke, einer der Schlüsselmomente spielt mit diesem blauen, lässigen Schlafanzug mit Blümchen. Okay? Ich spiele das Blümchen. Ja. Wir werden sehen. Olli, hier verglichen. Es war ein Tag wie jeder andere. In meiner Detektei war nicht viel los, also schaute ich durch das Fenster auf die Straße. Vor dem Fenster ging ein verschwitzter älterer Mann mit ziemlich kurzen Haaren. Er zog das linke Bein nach. Entschuldigung, er zog beide Beine nach. Auf Höhe meines Fensters blieb er stehen und winkte mir zu. Das war ein Fehler, denn in diesem Moment wurde er von einem rumänischen Sattelschlepper überfahren. Ich glaube... Er lebte noch und ich hätte auch einen Arzt gerufen, wenn ich in diesem Moment... Wir brauchen einen Arzt! Doch dafür hatte ich leider keine Zeit, denn eine atemlos schöne Blondine betrat mein Büro und sagte... Ist hier noch frei? Leider kam sie aus Sachsen. Ich wollte nämlich mal Folgendes wissen. Und hatte einen unangenehmen Sprachfehler. Ich habe eine Anzeige zu machen. Mein Verlobter hat sich gestern in seinem Schlafanzug bei uns zu Hause erhängt. Jetzt wollte ich mal fragen, können Sie mal vielleicht mit nach Hause kommen? Könnten wir das gemeinsam mal begutachten? Das ist kein schöner Anblick, sag ich gleich. Noch bevor ich die Frage beantworten konnte, verliebte sie sich spontan in mich. Und 20 Sekunden später hatte sie einen multiplen Orgasmus. Na, Baby, war es für dich auch so schön wie für mich? Moment, ich bin noch gar nicht gekommen. Du! Die Zeit hatte ich natürlich nicht. Passen Sie auf, ich verspreche, ich werde mich umgehen. Vorbei, wunderschön. Ja. Typisch Ossis, immer zu spät. So. Passen Sie auf, ich werde mich umgehend um den Fall mit Ihrem Mann kümmern. Das ist auch wichtig, weil wir haben in letzter Zeit sehr viele Todesfälle von Leuten, die mit einem Schlafanzug, und zwar einem blauen, lässigen Schlafanzug... Hat er Blümchen drauf gehabt? Ja, er hatte Blümchen. Ich war verrückt, das ist doch gleiche wie bei meinem Mann. Wir haben es mit einem Serienkiller zu tun. Ich verspreche Ihnen, ich werde mich darum kümmern. Das ist sehr nett. Ich gehe wieder heim. Das war eine glatte Lüge. Ich ging erst an den Strand, dann Kegeln und dann in Harrys Bar und suchte einen Informanten namens Fat Tony. Wer könnte das sein? Bist du Fat Tony? Wer will das wissen? Tony verliebte sich spontan in mich. Sag mal, Tony. Ja? Sagt dir geblümter, blauer, lässiger Schlafanzug irgendwas? Er wollte gerade antworten, aber da wurde er von einem rumänischen Sattelschlepper überfahren. Schade.
ungewöhnlich ist. Jetzt kommt's. Zur gleichen Zeit wurde tausende Kilometer weiter von mir entfernt in Uganda ein Missionar aus Stuttgart von einem Pavian vergewaltigt. Das kann doch nicht sein! Aua! Aua! Hör doch auf damit, das kann doch nicht sein! Au! Aber... Aber das hatte mit dem vorliegenden Fall gar nichts zu tun. Ja. 10 Minuten später saß ich mit meinem Partner Henk in meinem Auto und wir fuhren zum Tatort. Wir fuhren in England, weil ich saß rechts, wie ich anmerke. Und ich sage zu Henk, Henk, du musst dich beruhigen, du warst in letzter Zeit ein bisschen durch den Wind. Kurz gesagt, Henk ist fast verrückt, er spricht nur noch in Reimen und sagte das Folgende. Ich bin heute Abend voll nervös. Was mir heute fehlt, ist wohl eine... Mein linker Backenzahn ist kariös. Henk war mir so peinlich, dass ich während der Fahrt aus dem Auto ausstieg. Ich war am Tatort. Dort hing der vermeintlich tote Mann der Frau, die mich beauftragt hatte, direkt an der Garderobe. Da ist er. Aber, das habe ich mir fast gedacht, Lady, aber der lebt doch noch. Nee. Doch, doch. Machen Sie mich nicht verrückt. Ich hatte mich schon sehr gefreut. Er konnte sogar noch sprechen. Also ein Käffchen wäre ganz schön. Ja. Der ist gar nicht tot. Soll ich doch einen Kaffee wie immer mit Milch oder willst du Zucker dazu? Nee, nur Milch wäre schön, danke. Nur Milch, gell. Plötzlich hatte ich die Lösung. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Auf. Denn der Mörder war, wie fast immer, der kleine, dicke Voyeur von gegenüber. Und ich verhaftete ihn auf der Stelle. Was für ein blöder Fall. Nur 7 Minuten. Ja, und Sie zu Hause denken daran, bald wird das Publikum darüber entscheiden, ob Tietje, Olli oder Mirko in dieses herrliche pinke Ensemble schlüpfen dürfen. Ich freue mich sehr auf unsere letzte Improvisation. Da wird das dann geschehen.